Hallo und herzlich willkommen hier in unserem neuen Store in Bielefeld bei Fahrradanhänger 24. Wir freuen uns, dass du da bist. Du möchtest natürlich genaueres über den TFK Jogster Velo wissen. Komm, wir stellen dir vor und schauen es ihn gemeinsam an. Ja, der Jogster Velo 2 ist die zweite Generation von Fahrradanhängern aus dem Hause TFK. TFK kennt bestimmt der ein oder andere schon, die bauen sportive Kinderwagen, damit ihr als Eltern natürlich ganz aktiv mit euren Kindern bei Wind und Wetter rausgehen könnt. Werfen wir doch mal einen Blick rein auf die ganzen Funktionen. Schauen wir uns einmal den TFK doch etwas genauer an, und zwar von innen. Wir haben jetzt hier einmal den TFK Jogster Velo 2 als Einsitzervariante. Das Tolle an dem Anhänger ist, ihr könnt ihn auch zu einem Zweisitzer umbauen. Dafür ist schon alles vorbereitet. Das Gurtsystem ist halt mit ein paar einfachen Clips nach rechts und nach links verschoben. Und ein zweites Gurtsystem kriegt ihr als Zubehör bei uns im Shop separat dazu gekauft. Dann macht ihr aus eurem Einsitzer einen Zweisitzer und könnt zwei Kinder mitnehmen. Richtig toll, super, auch wieder ein 5-Punkt-Sicherheitsgurt, Hüfte, Schulter mit richtig schönen Polstern geschützt. Und hier auch ein Kopfpolster, einfach mit Klettverschluss in die entsprechende Höhe verstellen. Wir haben es hier auch sehr schön, sehr weich, gibt es auch sehr schön nach. Ne? Schöne transparente Fenster. Wir haben auch drinnen ein wenig Stauraum, also hier so für Kleinkram. Einmal links, einmal halt auch rechts, die Netztaschen. Und wichtig, hier unten auch unter dem Sitz, nicht vergessen, hier kann man einiges reintun, wenn man ihn jetzt als Kinderwagen benutzt. Wenn ihr den Jogster Velo 2 im Fahrtanhängermodus benutzt, dann bitte einmal vorne die beiden großen Räder hier drunter verstauen, mit dem Druckknopf sichern, dann verliert ihr nicht unnötig Platz im Kofferraum. Und ja, und alles bleibt halt auch sauber, ne? Bei den Kindern. Die haben dann auch einen schönen freien Fußbereich. Wir haben hier oben natürlich auch so Kinderwagen-typisch, würde ich schon sagen, so ein Sonnenverdeck oder halt Verdeck überhaupt. Finde ich ganz schön praktisch, ist auch sehr tief. Und wir haben hier halt den Projektilschutz mit einem Rundumreißverschluss, den ich halt einhändig bedienen kann. Ja. Wenn ich diesen im Schiebemodus nicht benötige, wichtig, im Anhängermodus unbedingt verschließen, schützt eure Kinder. Wenn es nicht benötigt wird, habt ihr hier halt eine Innentasche und könnt halt das Verdeck wunderbar einfach verstauen. So. Das Schöne hier oben ist auch, wir haben die Möglichkeit, so ein bisschen Kleinkram wie Helm etc. auch hier oben zu verstauen mit dem Gummiband. Und wir haben hier ein Buggy-Fenster. Ja, besonders gut, wenn ich hier hinten stehe und eben den Wagen schiebe, habe ich halt eine sehr gute Sicht auf die Kinder. Ich habe einen kleinen Karabinerhaken, gibt es ja immer mal wieder so Zubehör oder eines, das ich mit mir schleppe, dass ich da halt eben verstauen kann. Wir haben hier oben eine große, breite Reißverschlusstasche. Ist halt eine Transporttasche für so Kleinkram wie Portemonnaie, Handy und Co. Hier drin, von unten, verbirgt sich das Regen- oder auch Wetterverdeck. Ist hier halt schön knallorange, damit ihr dann eben bei so trübem Wetter auch wirklich im Straßenverkehr gesehen werdet. Und das Tolle ist, ihr habt das natürlich immer dabei und griffbereit. Der Schiebegriff ist wunderbar höhenverstellbar. Und hier verzichtet der Hersteller ganz bewusst auf den, ja, auf die Weichmacher, wie wir sie eben in den PU-Griffen aller anderen Hersteller finden. Ja, und es ist halt eben auch Kunstleder, ganz wichtig. Ja, hier haben wir nämlich einen sogenannten veganen Anhänger. Ja, was ganz Tolles. Der Schiebegriff befindet sich hier oben auch, ist zugleich einmal auch die Bremse, wenn ich schiebe. Und ist auch die Parkbremse. Habe ich hier halt eben einen Hebel, dann bewegt er sich halt eben nicht. Kann ich eben feststellen. Wunderbar easy. Wir haben gerade die Sitze gesehen. Das Tolle bei dem TFK ist, ich kann die Rückenlehne verstellen. Ja, ich habe eine aufrechte Sitzposition oder ich kann diese auch ablassen. Ja,
und kann dann meine Kinder, wenn sie eingeschlafen sind, halt auch hinlegen, damit der Kopf nicht nach vorne fällt. Ja? Und bei warmem Wetter kann ich hier halt auch schön noch einmal das Verdeck öffnen, kann halt für zusätzliche Luftzirkulation sorgen. Wir haben hier hinten auch eine schöne geräumige Tasche, in der wir halt auch so kleinere Einkäufe oder auch Kinderrücksäcke wunderbar verstauen können. Das Tolle in der Ausführung oder jetzt auch bei TFK ist, dass wir halt ein Scheibenbremssystem haben. Ja, in der Preisklasse ist das auf jeden Fall ein Muss und hier enttäuscht uns TFK auf gar keinen Fall. Ja, und die lässt sich, das Laufrad rechts, links lässt sich auch entnehmen. Ja, haben wir hier einen etwas ausgeklügelten Mechanismus, kennt man aber bei TFK von anderen Anhängern. Kinderwagen meine ich, nicht Anhänger, ist ja der einzige aus dem Hause. Da könnt ihr dann eben das Laufrad abnehmen, habt dann auch hier gleich das Bremssystem mit in der Hand. Muss man dann eben bei der Montage halt eben darauf achten, dass man diese dann wieder in die entsprechende Aufnahme einsetzt und dann eben das Bremsseil hier wieder einrasten lässt. Kommen wir jetzt noch zum Schluss zu den beiden riesigen Buggy-Rädern beziehungsweise auch Joggerrädern. Ja, das ist das Tolle bei dem TFK. Wir haben einen Kinderwagen und Fahrtanhänger, der mit 4 Rädern unterwegs ist und auch nicht diese typischen Vollgummireifen vorne hat, sondern die sind luftgefüllt. Ja? Die sind beide groß. Das heißt, auch nicht nur eins in der Mitte, was den Anhänger oder auch den Kinderwagen sehr, sehr stabil macht, ja? Dass er nicht zur Seite wegkippen kann beim Ein- und Aussteigen. Die Räder sind natürlich für den Jogger- oder Inliner-Modus typisch TFK halt auch fest justierbar, dass der halt immer schön gerade ausläuft. Ne, und die Räder sind super abnehmbar, das hatten wir ja gerade schon. Hier vorne haben wir einmal die Deichselaufnahme. Ja, wer sich gefragt hat, wie kann ich diesen Anhänger eigentlich an meinem Fahrrad befestigen? Hier habt ihr einmal die Deichsel vom Anfang, ist ja von Weber. Die wird hier eingeführt in die Mitte und rastet halt eben ein. Wichtig auch hier an der Seite, an der Lasche halt eben das Sicherungsband einmal einhaken. Ja, wenn ihr im Straßenverkehr unterwegs seid, ist eine doppelte Sicherung Pflicht. Super easy, super einfach hier hin und her zu switchen. Ja, kommen wir jetzt noch einmal zum Schluss zum Faltmechanismus. Der ist ja super easy. Ja, einfach hier oben rechts und links habt ihr so schöne graue Hebel, die auch farblich abgesetzt sind. So, wichtig ist hier auch immer darauf zu achten, dass das Verdeck eingeklappt ist, nicht den Fehler machen. Dann habt ihr ein sehr schönes, kompaktes Faltmaß. Könnt auch den Anhänger noch mal vor dem unbeabsichtigten Öffnen sichern durch ein Band, was wir hier eben haben. Ja, und könnt ihn dann wunderbar in PKW verstauen. Der Vorteil gegenüber den anderen Herstellern ist, dass wir ein sehr kompaktes Maß haben in der Länge, in der Breite und in der Höhe. Das heißt, wir brauchen nicht einen sehr langen oder breiten Kofferraum. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da oder abonniert auch unseren Kanal. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was es so für Neuheiten auf dem Radmarkt, vor allem auch für Eltern gibt, wir informieren euch über Tipps und Tricks. Und vor allen Dingen wünschen wir euch gute Fahrt. Natürlich lässt sich auch die Klappe hier oben, wie bei jedem Kinderanhänger, auch einfach wunderbar wegklappen. Wenn ich wüsste, wie. Tja, schon der erste Mist. Wie war das denn nochmal? Ah, doch. Also, das ist ja scheiße. Okay.